Moin Leute, was geht? Der Fritz ist wieder am Start und willkommen zu einem weiteren Teil meines USA-Roadtrips. Nächster Tag, jetzt heißt es Bye Bye Palm Springs und auf geht's nach San Diego. In San Diego war ich persönlich auch noch nie und bei mir bin mal wirklich gespannt, wie die Stadt so ausschaut. In San Diego erstmal angekommen und jetzt geht's hier erstmal bei Arby's essen. Auch das erste Mal in dem Urlaub. Kann ich nur empfehlen hier bei Arby's, schmeckt echt gut. Vor allen Dingen, wenn ihr hier seid, solltet ihr euch das Fire Roasted Chili bestellen. Das schmeckt meiner Meinung nach echt richtig, richtig heftig. Und ist halt auch was anderes als halt so ein ganz normaler Burger. Und auf jeden Fall besser als McDonald's. Meiner Meinung nach. Also wenn ihr hier seid und ihr halt Fastfood essen wollt, könnte ich euch einerseits Arby's empfehlen, dann noch zweitens Randy's, In-N-Out Burger, Burger King und Jack in the Box. Und wenn ihr halt Pizza essen wollt, kann ich euch da halt Little Caesars empfehlen. Das sind so alles meine Favoriten. Aber Geschmäcker sind halt verschieden. Es gibt halt auch Leute, die finden halt andere Ketten besser wie McDonald's. Das ist ja auch sehr, sehr beliebt, aber McDonald's bin ich jetzt nicht so der Fan von. Um ehrlich zu sein. Also ich mag die eben genannten Ketten deutlich, deutlich lieber. Wir sind jetzt hier an der Küste von San Diego, endlich mal einen Parkplatz gefunden. Wie ihr eben gesehen habt, war alles komplett voll. Es hat echt lange gedauert, jetzt einen Parkplatz zu finden. Zum Glück haben wir jetzt einen und dann kann ich euch ein bisschen die Küste von näherem zeigen. Thank you.
da hinten auf Felsen liegen ein paar Robben drauf. Sah sehr, sehr nice aus hier. Auf jeden Fall San Diego. Obwohl die Stadt an sich haben wir eigentlich eher weniger gesehen. Das ist so eine Stadt, da ist auch so viel Grün an den Straßenrändern, dass man halt die Gebäude gar nicht so richtig sieht. So circa wie Naples in Florida. Da sieht man auch eigentlich die Stadt gar nicht. Da ist auch einfach alles grün und da ist einfach eine große Straße. Das sind alles große Straßen und die Häuser und die ganzen Gebäude verstecken sich hinter dem Grün. Und somit hat man jetzt überhaupt nichts gesehen. Wäre nice, wenn man eine Drohne hätte, dann könnte man hier richtig nice rumfliegen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass hier alles diese E-Scooter sind. Alles voll. Hier stehen bestimmt 50 E-Scooter rum, mindestens. Alles ist hier voll von E-Scootern. Sind an sich, glaube ich, ganz nice. Aber, ja, wenn du halt so geteerte Straßen hast, aber wenn du so Kopfsteinpflaster hast, dann glaube ich, kann es auch mal sein, dass ein Ausrutsch und Wind fliegt. Aber an sich finde ich das auch besser als diese E-Bikes, die man sich mieten konnte, weil die halt jetzt nochmal kleiner und handlicher sind. Alles sehr schön, auch über App gesteuert. Kann man auf jeden Fall machen. Wir sind jetzt hier am Abend in San Clemente, hier am Strand, wie auch immer man das nennen möchte. Ein bisschen steinig hier das Ganze. Also Sandstrand ist es nicht und hier sehen wir den Pazifik. Es waren echt gerade mal so 10-20 Kilometer ohne Häuser zwischen San Diego und Los Angeles, also mit Vorort natürlich dazu gezählt. Wir sind jetzt, die San Clemente hier ist ein Vorort schon von Los Angeles. Ja, und morgen machen wir Los Angeles, ne? An dieser Stelle würde ich dieses wunderschöne Video aber auch wieder beenden. Also wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert kostenlos diesen bezaubernden Kanal. Macht's gut, haut rein und...